So, und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 6. Wir sind in diesem kleinen Dorf, dessen Namen ich noch nicht kenne, in der Phantomwelt, wie man an unserer Hautfarbe oder allgemein unserer Farbe erkennt. Ja, und wir schauen uns mal weiter. Ein Bücherregal fehlt hier noch. Aber sie sind alle ziemlich langweilig, insofern. Mit dem Priester muss ich jetzt nicht unbedingt, obwohl vielleicht erzählt er mir was Witziges. Guck mal her. Ich spüre eindeutig etwas merkwürdig Warmes. Irgendjemand ist hier. Alle Lebewesen sind Kinder der Göttin. Was führt euch in unsere Kirche, mein Kind? Sag mal eine Weissagung. Die große und gnädige Göttin lässt mich an ihrer Weisheit teilhaben. Amarok, mein Kind, ihr benötigt noch 1355 Erfahrungspunkte, um die nächste Stufe zu erreichen. Schnitz, mein Kind, ihr benötigt 936 Erfahrungspunkte, um die nächste Stufe zu erreichen. Können wir euch auf andere hilflich sein? Nein. Wieso bin ich immer ein armes Kind? Mögst du über das arme Kind wachen und es beschützen? Ich hätte schwören können, dass da gerade jemand was gesagt hat. Hier ist aber niemand. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Tja, wenn er meint. aber man sieht echt, Schnitz braucht deutlich weniger Erfahrungspunkte als Amarok. Komm schon, du hast dich den ganzen Tag abgerackert. Leg doch endlich eine kleine Pause ein. Hör zu, Weib, ich gehöre noch lang nicht zum alten Eisen. Göttin, steh mir bei. Dieser Holzkopf von meinem Mann ist härter als ein 100-jähriges Rumpfhaus aus Eichenholz. Wenn unser Schnitz jetzt nur hier wäre. Schnitz? Schnitz? Mann, wie kannst du nur immer noch an deinen nichtsnutzigen Sohn denken? Diese Bilgenratte. Ein elender Hund, der das Schiff seiner eigenen Familie verlässt, ist nicht mehr unser Sohn. Ich sehe ganz bestimmt viel besser aus als dieser andere Schnitz. Schnitz... Also, mein Schnitz ist anscheinend nicht der Schnitz, von dem die reden. Oder... Ja, wir haben alle in dieser Welt einen Doppelgänger. Das wäre natürlich, oh weia. Na, das kann ja noch heiter werden. Bücher über Holzarbeiten. Handwerksmeister in 48 Stunden. Der Hobel trägt nicht die Schuld. Schicke Schnitzereien für Anfänger. Aber Moment, dort steht ein verstaubtes Buch, das stärker ins Auge sticht als der Geruch von Harzer Käse in die Nase. Wie man zum besten Vater der Welt wird. Okay. Aber da sein Sohn ja jetzt anscheinend weg ist, braucht er das Buch wohl nicht mehr. Oh. Ich bin durch eine Hintertür reingegangen. Oh. Okay. Sprech mit mir. Hey, gib das sofort wieder her. Das ist meine Schleife. Ey. Ne, fang mich, wenn du kannst. Oh, Kinder. Deine Enkelin Ella ist ein feines Mädchen, jawohl, das ist sie. Aber sie ist vergeudet ihre Jugend, indem sie den Bürgermeister und seine räudigen Köter von hinten bis vorne bedient. Ich finde, sie soll sich einen Mann suchen und heiraten. Naja, man sollte aber auch nichts überstürzen. Das Mädchen schuft sich tagtäglich die Finger wund. Wenn die Zeit reif ist, wird die Göttin ihr sicher alles Glück der Welt zuteilen werden lassen. Die haben Akzent. Nanu? Ich armer Kerl wird langsam senil. Jetzt höre ich schon Stimmen. Keine Sorge, es war noch relativ normal. Ich bin wirklich da, mich sieht nur niemand. Gott, sind hier viele Türen. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Warum? Was für einen Sinn hat denn diese Tür da? Anscheinend gar keinen. Na, was soll's. Erstmal kaufen wir ein. Ach, können wir ja gar nicht. Wir sind ja unsichtbar. Verdammt! Meine Tochter ist solch ein faules Ding. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und macht hier im Laden immer noch keinen Finger krumm. Dieser Junge vorhin scheint schon viel rumgekommen zu sein für sein Alter. Und außerdem sah er recht hartgesotten aus. Da kann ich wohl kaum mithalten. Welcher Junge? Upsala. Huch. Bingo! Ich habe 50 Goldmünzen gefunden.
Yippie, es hat mich niemand gesehen. Da klingelt die Kasse. Sicher? Hehehe, heute ist mein Glückstag. Okay. Ich habe ihn gesehen, aber er sieht mich nicht, insofern. Tja. Da ist ein Bunny. Hilfe? Willkommen in Hildas Heldenhort. Wenn ihr neue Mitglieder für eure Gruppe braucht, dann seid ihr hier genau richtig. Und nicht nur das, hier könnt ihr auch Gruppenmitglieder loswerden. Seufz, ich habe das schon so oft gesagt, dass ich den Spruch im Schlaf erbeten kann. Ich hoffe, es kreuzt bald ein Kunde auf. Ach ja, ich bin ja nicht da. Das vergesse ich irgendwie immer. Amoroxi, das Bücherregal an. Die Hand der Liebeskummer braut. Was soll ich nur tun? Mein Herz ist zerrissen. Welches Mädchen soll ich nur zur Braut nehmen? Soll ich meine Liebste aus Kindertagen wählen, die zu einer wunderschönen jungen Frau herangewachsen ist? Oder soll ich den Rest meines Lebens mit der spröden jungen Frau verbringen, die das Schicksal meinen Weg kreuzen ließ? Vielleicht ist die richtige, aber auch diese hinreißende, leicht arrogante Frau, die so plötzlich in mein Leben getreten ist. Ach, hätte ich doch nur ein wenig mehr Zeit. Allerdings kann ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens auch nicht ewig aufschieben. Oh Mann, Männer. Männer. Die Geschichte eines Schleims, Teil 2. Ich wusste, dass ein namenloser Schleim wohl Schwierigkeiten haben würde, eines Tages weltberühmt zu werden. Also wog ich meine Möglichkeiten sorgfältig ab. In diesem Moment kamen mir die Worte von Professor Dr. Schliemann Glitschinger in den Sinn, die ich in dem Buch Die besten Schleimzitate gelesen hatte. Will man ein weltbekannter Schleim werden, darf man keine Angst davor haben, gelegentlich gegen eine Wand geklatscht zu werden. Das gefällt mir. Inspiriert von diesen weisen Worten wurde mir klar, dass ich in meinen Anstrengungen nicht nachlassen durfte. Okay. Ich finde die Bücher klasse. Was mache ich bloß mit meinem Mann? Nur weil er einen ungewöhnlichen Kunden gefunden hat, braucht er ihn noch lange nicht hier anzuschleppen. Nicht, dass ich irgendwas von Schwertern verstünde, geschweige denn von dem mächtigsten Schwert auf der ganzen Welt. Obwohl, dieser Schwertkämpfer, ich muss schon sagen, der hatte etwas Besonderes an sich. Jetzt bin ich neugierig. Wer ist der Schwertkämpfer? Omi, erzählst du mir die Geschichte vom Spiegel des Ra? Bitte! Ja, bitte! Erzähl, erzähl. Du meine Güte, wo hat das Kind nur vom Spiegel des Ra gehört? Nun, du musst wissen, der Spiegel des Ra wurde vor sehr langer Zeit von der Göttin dieses Landes erschaffen. Es handelt sich um einen ganz besonderen Spiegel, der nur die Wahrheit widerspiegelt. Vor ihm kann man nichts und niemand verstecken. Denk also daran, solltest du jemals lügen, wird der Spiegel des Ra sehen. Keine Sorge, Omi, ich lüge niemals. Ehrlich. Und das war eine Lüge. Klar lügt er. Alle lügen irgendwann mal. Was wollte ich jetzt? Wo war ich noch nicht? Ich glaube, Geld einzahlen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Wieder so ein ruhiger Tag. Ich schätze, heutzutage spart kaum noch jemand was. Nö, meistens gebe ich sofort aus. Der sagt gar nichts. Schade. Und Heilkraut. Heilkraut, stimmt auch. So sieht Heilkraut aus. Das Geschäft schleppt sich heute aber wieder dahin. Ich schätze, es würde nicht schaden, ein paar überzeugende Sprüche einzuüben. Nur für den Fall, dass irgendwann ein Kunde vorbeikommen sollte. Willkommen in unserer Herberge, müder Reisender. Eine übernachtet kostet 30 Goldmünzen. Möchtet ihr hier Rast machen? Ich muss aber Rast machen, ja. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Wieso kann ich da nicht umsonst übernachten? Das ging doch sonst auch. Sich irgendwie einschleichen. Aber ich musste mich halt wieder heilen, mal langsam. Naja. Mal sehen. Ich tue noch ein paar von diesen Blättern dazu und das Gebräu ist fertig. Hihi. Ich kann es kaum erwarten, den Ausdruck im kleinen, ach so süßen Gesicht dieser Ella zu sehen. Wart's nur ab, Ella. Ich werde dir schon beibringen, die Finger von meinem Johann zu lassen. Okay. Eine Mini-Medaille. Die sind irgendwann nochmal wichtig. Irgendwann. Ich glaube, es gibt irgendeinen Pirat, der die sammelt. Spornblume. Mietzi-Mietz? Miau. Okay. Mietzi-Mietz. Und die Treppe hoch. Hä? Von der Seite kann man da dann so reingucken.
Okay. Morgen beginnt die große Reise nach Somnia. Viele Leute, viel Geld. Das ist meine Chance, ein paar Geschäfte abzuschließen. Meine Schäfchen wollen schließlich ins Trockene. Er will nach Somnia. Ich würde mal interessieren, wie Somnia in dieser Stadt aussieht. Das ist echt genial, dass da dann immer die Wand fehlt, wenn man so seitlich da ranguckt. Was wahrscheinlich, damit man sich, damit man nicht irgendwo sich, weiß nicht, festlatscht und dann nichts mehr sieht und sowas. Ich muss erstmal gucken, wo kann ich denn jetzt, wo gehe ich denn jetzt am besten als nächstes hin? Oh. Anscheinend bemerkte die Anwesenheit von Amarok nicht. Das ist, glaube ich, der Erste, der nicht mal meine Anwesenheit bemerkt. Aber die Stadt ist echt, oder das Dorf ist ziemlich groß. Ach, hör doch auf zu jammern. Da war eine Möwe. Okay, ich lasse mich zu leicht abdenken. Ach, hör doch auf zu jammern, du Brabbelkopf. Deine Gelegenheit kommt schon noch irgendwann. Ah, ich schufte schon seit so vielen Seemannsjahren auf diesen Fähren nach Somnia. Ich habe solche Lust, mal einen anderen Hafen anzusteuern. Ach, die fahren mit der Fähre dahin. Mhm. Casino. Sieht mich nicht? Na, Süße, hast du Lust, heute Abend mit mir auszugehen? Ich weiß, dass du gern willst. Hihi. Ach, hör schon auf. Du weißt doch, ich kann nicht. Ich will mir nicht schon wieder eine Rüge vom Boss einfangen. Okay. Das? Ist das der Schwertkämpfer? Hm? Ich habe plötzlich so ein seltsames Gefühl. Oh nein, kann das sein? Ist die Göttin der Armut gekommen, um meine Jetons zu holen? Bitte, nimm stattdessen meine Seele. Nur nicht meine Jetons. Deine was? Ist das Geld? Aber wenn er am liebsten seine Seele verliert statt den Jetons, muss es wohl wichtig sein. So bemerkt meine Anwesenheit auch nicht. Da liegt einer. Ja, hurra, ich hab's geschafft. Ich hab 10.000 Jetons gewonnen. Jetzt kann ich mich früh zur Ruhe setzen. Hapü, hapü. Okay, anscheinend ist das diese Währung in dem Casino. Jettens, oder hast du das anders ausgesprochen? Ich kenne mich mit Casinos gar nichts aus, also wenn ich das irgendwie falsch ausspreche, tut mir leid. Was kann ich euch Nanu? Ich mache diesen Job eindeutig zu lange. Ich fange an, mir Kunden einzubilden. Ach, Quatsch. Ich bin wirklich da. Okay, sehen mich alle nicht. Sie scheint die Anwesenheit von Amarok nicht zu bemerken. Und mit den Casino-Dingern kann ich... Ich habe aber gar keine Jetons, oder? Sag ich ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich bin in solchen Spielen sowieso total schlecht, aber... Okay. Wie auch immer, wir gehen mal wieder hoch. Genug im Casino umgeguckt. Bei sowas immer auch ein bisschen an die anderen Seitenfronten, weil in solchen Häusern gibt es oft versteckte Eingänge. Fellmütze. Die schaue ich mir gleich mal an. Fällt auch gar nicht auf, dass plötzlich die Kartons zersprengen. Gar nicht. Ah, wir sollten uns beim Laden der Fracht ranhalten. Das Schiff läuft bald aus. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich da mitgehen sollte. Irgendwie so dieses Gefühl, dass es nicht ganz schlecht wäre. Ich muss erstmal... Ach, ich habe gar keine Zeit mehr. Gepäck ordnen. Ja. Ja. Ich ordne erstmal von beiden das Gepäck. Ja. Und dann... Fellmütze. Transfer. Das packe ich mal zu Amarok. Und das kann er gar nicht anwenden. Okay. Vielleicht eher Schnitz. Nö, das können die beide nicht anwenden. Okay, dann. Oder ich bin gerade total dämlich. Oh Gott, ich bin bei 15 Minuten vor allen Dingen. Also ich würde mal sagen, ich beende den Part mal an dieser Stelle und wir gucken uns im nächsten Part mal weiter um und ich sortiere mein Inventar weiter. Also bis zum nächsten Mal. Adios!